Fitness mit Marc, Folge 364. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Könnte ein Charakter in einem Kinofilm spielen? Dann Indiana Jones. Marc Maslow. Moin moin, ich bin Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. Das Geheimnis des Nacktgutaussehens? Nun, ein Geheimnis ist definitiv guter und erholsamer Schlaf. Denn wenn du ausschläfst, dann bist du nicht nur konzentrierter, selbstbewusster und glücklicher, du hast auch weniger Appetit, weniger Heißhunger, bringst mehr Leistung im Training und du baust auch schneller Muskeln auf und Fett ab. Das weiß ich aus eigener Erfahrung und das weiß auch mein heutiger Gast. Und der ist Chefarzt für Anästhesie und Schlafcoach, legt nicht nur beruflich viele Menschen schlafen, sondern auch Leistungssportler und Führungskräfte. Und denen zeigt er, wie ruhiger und besserer Schlaf funktioniert und wie auch du das nutzen kannst, sodass du auf der einen Seite Höchstleistung bringen kannst, und gleichzeitig auch mit mehr Spaß, mehr Energie und einem noch besseren Gefühl deine körperlichen Ziele erreichst. In der heutigen Folge tauchen wir deswegen tief ein in die Welt des Schlafs. Du bekommst praktische Tipps mit an die Hand, die du sofort umsetzen kannst, um mehr aus der Zeit rauszuholen, die du nun mal schlafend verbringst. Und das ist im Idealfall knapp ein Drittel unseres Lebens. Insofern macht es absolut Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich will gar nicht länger reden, sondern ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge mit Dr. Martin Schlott. Sponsor dieser Folge ist AG1 von Athletic Greens. Es gibt unzählige Sportnahrungsergänzungsmittel und die meisten davon, die kannst du dir sparen. Ganz generell empfehle ich nur wenige Nahrungsergänzungsmittel. Eins davon verwende ich seit bald über 8 Jahren jeden Tag und das ist AG1 von Athletic Greens. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen wie Präbiotika und Adaptogene, die aus einer Vielzahl natürlicher Bio-Gemüse- und Obstsorten kommen. AG1 ist ein Naturprodukt und das unterscheidet es eben auch von synthetischen Präparaten. Da sind auch die vielen Sekundärstoffe enthalten, die du eben nur in echtem Gemüse und Obst findest. Die Gesamtkomposition, die bekommt so kein anderer Hersteller hin, vor allen Dingen nicht in dieser Qualität und Schadstofffreiheit. Für mich ist AG1 sowas wie eine Alles-in-einem-Gesundheitsversicherung. Für Fitness mit Marc-Hörer gibt es ein spezielles Angebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung kostenlos 5 Travel Packs für unterwegs, ein Jahresvorrat an Vitamin D mit K2 drin plus ein Willkommenspaket mit einer schicken Edelstahldose und einem Shaker. Geh dazu auf fmmag.de, fmm wie Fitness mit Marc und dann ag.de. Ja, heute zu Gast bei Fitness mit Marc, Dr. Martin Schlott. Moin, moin, Martin. Ja, hallo, Marc. Grüß dich. Was gab's denn bei dir heute zum Frühstück? 2 Gläser Wasser. Gar nichts zwischen die Zähne sonst? Nee, ich starte so 4-5 Mal in der Woche ganz gerne so mit so einem Intervallfasten, dass ich erst mittags was zu mir nehme, vielleicht um 10 oder um 11 einen Kaffee trinke, aber nichts weiter esse. Spannend. Ja, da haben wir ja fast das gleiche Frühstück zu uns genommen. Mir geht's ähnlich. Ich frühstücke auch in der Regel nicht. Ja, das Interessante ist ja, was dann in einem so abläuft. Und ich persönlich bilde mir ein, dass tatsächlich mein Verstand oder mein Geist ein bisschen klarer ist und ich dadurch irgendwie konzentrierter oder handlungsfähiger bin. War das bei dir schon immer so oder wie bist du dazu gekommen, das Frühstück wegzulassen? Na, es gab, ich weiß nicht, vor 2-3 Jahren gab es ja so ein paar Artikel, ich glaube, irgendwie auch ein bisschen getriggert durch den Hirschhausen und dann habe ich das einfach selber mal probiert, irgendwie halt dieses Intervall des Nicht-Essens auf 14 und nachher auf 16 Stunden auszudehnen und ich habe dann halt einfach nur gemerkt, ey, ich kann ganz gut ohne Frühstück erstmal starten und erstmal loslegen. Und wie sieht dann die erste Mahlzeit bei dir aus?
Das ist meistens ein ganz normales Mittagessen, wenn ich in der Klinik bin. Und wenn ich irgendwie selber das gestalten kann, dann esse ich meistens tatsächlich irgendwie so einen griechischen fetten Joghurt mit Obst und vor allem Nüssen drin. Das klingt lecker. Ja. Ich habe es ja im Intro schon gesagt, du bist Chefarzt an der Klinik, Anästhesie und Intensivmedizin. Wie kam es eigentlich, dass du dich mit dem Thema Gesundheit beschäftigst oder auch beschlossen hast, dich damit beruflich auseinanderzusetzen? Also ich habe irgendwann Abitur gemacht und dann habe ich Zivildienst beim Roten Kreuz damals gemacht in Niedersachsen und habe dort eine Ausbildung zum Rettungssanitäter irgendwie mit dem Zivildienst gemacht, was ganz cool war eigentlich damals. Und darüber habe ich eigentlich den Zugang dann zur Medizin gefunden. Das Krankenhaus, wo wir die meisten Patienten hingeliefert haben, wo wir auch so ein paar Praktika gemacht haben. Da waren zwei tolle Ärzte, die mich immer mal wieder mitgenommen haben und mir irgendwas Spannendes und Interessantes gezeigt hat. Und das fand ich so faszinierend, dass ich gedacht habe, ich will das auch machen, ich will später irgendwann Hausarzt werden. Ja, und jetzt bist du in einem ganz großen Hausarzt, sozusagen. Im großen Hausarzt, da hast du recht, genau. Ja, ich wollte tatsächlich irgendwie echt in die Basisversorgung und nie Geräte und Hightech-Medizin machen. Und wahrscheinlich ist es die Nichtbestellung, die dann aufgegangen ist. Und jetzt bin ich tatsächlich in der Hightech-Medizin. Was fasziniert dich daran? Also ich finde es schon absolut faszinierend, so diese ganzen Abläufe im Körper, wie was aufeinander aufbaut und miteinander in Kreisläufen und so weiter funktioniert. Und ich finde es natürlich faszinierend, Menschen gesund zu machen. Und das ist irgendwie ein sehr, sehr ehrliches Arbeiten, weil wenn die Menschen bei uns auf dem Tisch liegen für eine Operation, nicht genau wissen, was kommt da auf sie zu, das Ganze mit Ängsten und Unsicherheit verbunden ist. Dann wird es einfach sehr ehrlich und sehr menschlich. Und dann zählt es auch nicht mehr, was jemand für ein Auto irgendwie vorm Haus stehen hat oder was er für ein Haus hat, sondern dann geht es einfach ums Menschsein und sich da gegenseitig zu verstehen und in dem Fall für uns als Anästhesisten jetzt auch den Menschen wahrzunehmen und mitzunehmen und da auch ein gewisses Vertrauen zu signalisieren, dass er in guten Händen ist. Wie würdest du denn eigentlich Gesundheit definieren? Wenn ich einfach frei bin von Krankheit, also wenn ich keine Schmerzen habe, wenn ich mich wirklich wohlfühle und das Gefühl habe, ich habe auch die Energie, um die Dinge tun zu können, die ich tun möchte. Ich kann mich bewegen und bin quasi frei. Ja. Anästhesie ist ja auch schon eine gute Brücke zum Thema, über das wir heute sprechen, Schlaf. Da geht es ja um sowas Ähnliches. Du bist Schlafcoach, hast auch ein Buch geschrieben, über das wir sprechen, Erfolgsfaktor Schlaf. Du betreust unter anderem auch Leistungssportler. Wie kam denn das, dass du angefangen hast, dich mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen? Kam das von der Anästhesie? Das war nachher eine Ergänzung. Also so, ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen vielleicht. Habe irgendwie halt eine ganz normale Universitätslaufbahn durchschritten beziehungsweise gemacht. Habe dort wirklich Anästhesie gelernt und Intensivmedizin. Und da ging es immer nur darum, guter Arzt zu sein. Und ich bin halt irgendwann, weil ich dran war, lang genug da war oder die Medizin wahrscheinlich auch ganz gut konnte, bin ich Oberarzt geworden. Und ich hatte nie das Gefühl, es geht wirklich darum, ist derjenige nicht nur ein guter Arzt, sondern ist er auch eine gute Führungskraft. Und an der Uniklinik ging das noch ganz gut und dann bin ich irgendwann Chefarzt geworden und habe gemerkt, einfach ich habe von Führung und so weiter wirklich keine große Ahnung und dann habe ich für mich selber noch mal eine komplette Kommunikationsausbildung damals gemacht und eine Mentalcoaching-Ausbildung und das hat mir total geholfen, um besser kommunizieren zu können, um das Thema Führung besser bewältigen zu können, eine Organisation, eine Abteilung, Konflikte lösen, Vision entwickeln, wo wollen wir hin, was wird in 5 Jahren gebraucht sein und so weiter. Und das hat mir wirklich total geholfen und ganz neue Türen geöffnet, weil wenn du merkst, was für dich selber gut funktioniert, was für dich selber in der Kommunikation jetzt beispielsweise mit Mitarbeitern gut funktioniert, habe ich irgendwann gemerkt, das funktioniert auch mit Patienten und wir können mit Patienten viel besser kommunizieren auf verbaler Ebene, aber auch auf nonverbaler Ebene und die dadurch auch wesentlich besser abholen und mitnehmen. Und dann habe ich sehr viele Vorträge auch zum Thema Patientenkommunikation gehalten und immer mal, wenn Freunde gefragt haben, ey, was machst du denn da auf den Vorträgen und ich das so ein bisschen erklärt habe, dann haben die gesagt, das ist ja wie Mentaltraining, irgendwie wie Sportler betreut werden, wenn sie bei Olympia sind oder so. Und dann hatte ich irgendwie, weil wir in Bad Tölz sind, viele Eishockeyspieler, Skifahrer und so weiter, hatte ich halt so die ersten Coaching-Klienten und das hat sich dann halt einfach weiterentwickelt. Also im Thema Mentaltraining.
Und dann merkst du irgendwann, gerade so Spitzensportler oder Führungskräfte, Unternehmer, die haben auch immer wieder ein Thema damit, in ihre Energie zu kommen, dass sie morgens müde oder antriebslos sind und schlecht schlafen. Und da habe ich gedacht, gut, mit Schlaf kenne ich mich eh aus, auch wenn Anästhesie eher ein künstliches Koma ist, aber so die Grundlagen sind ja irgendwie da. Und das konnte ich irgendwie super mit Mentaltraining kombinieren, weil einfach viele Schlafstörungen eben entstehen dadurch, dass Menschen ihr Gedankenkarussell nicht mehr stoppen können oder da nicht mehr richtig aussteigen können. Und immer dann sozusagen, wenn der Kopf ins Kissen sackt, dann ist es wie so ein Knopf, der da gedrückt wird und dann geht das in die inneren Stimmen los. Und die sind ja meistens eher negativ. Und genau, und dafür ist Mentaltraining halt gut. Und diese Kombination, die funktioniert einfach sehr, sehr gut. Darum geht es ja auch in deinem Buch. Da kombinierst du ganz viel diese Mentaltechniken und wie man sie nutzen kann, um dann besser durchzuschlafen. Gibt es denn bestimmte Themen, die Sportler, die du kennengelernt hast, mit dem Thema Schlaf haben? Bestimmte Probleme? Was sind da so typische Herausforderungen? Es sind ganz unterschiedliche Sachen. Also zum einen ist es so dieses Runterkommen nach Wettkämpfen oder Spielen beispielsweise, gerade wenn es irgendwie eher abends ist und sehr aufwühlend war, vielleicht auch noch ungerechte Entscheidungen oder sowas mit dabei waren und Niederlagen. Und das andere ist halt, wenn irgendwie Vertragsverlängerungen anstehen, wenn irgendwie privat irgendwas nicht richtig läuft oder wenn Sportler jetzt beispielsweise Fußballer, der Stammspieler, macht 2, 3 schlechte Spiele, dann sitzt er auf der Bank, dann wird er vielleicht irgendwie 1, 2 Mal eingewechselt, kann seine Leistung nicht vollbringen und sitzt dann irgendwann auf der Tribüne und ist völlig demotiviert. Kann sich dann auch im Training gar nicht mehr so richtig zeigen. Und das sind so Klassiker. Die wenigsten Leute kommen tatsächlich, weil sie sagen, ey, ich schlafe gut, aber wie kann ich noch besser schlafen? Wie kann ich aus meinem Schlaf vielleicht noch mehr rausholen? Weil da passieren ja ganz viele wichtige regenerative Prozesse, sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene. Und die Leute gibt es schon auch, die dann sagen so, ey, ich will aus meinem Schlaf einen noch besseren Schlaf machen. Ist definitiv auch ein Thema, das ich aus meiner Historie kenne. Ich habe das schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt. Das war vor gut 10 Jahren jetzt inzwischen, wo ich selbst erkannt habe, dass es keine gute Idee ist, sich die Zeit für Training, für produktives Arbeiten aus dem Schlaf rauszuholen. Und habe da auch so eine ziemliche 180-Grad-Wende gemacht, weil ich einfach auch damit gegen die Wand gelaufen bin. Okay. Unter anderem, bei mir kam das damals über eine Messung des Testosteronspiegels zusammen mit meinem damals 70-jährigen Vater und er hatte den dreifachen Wert, den ich hatte und da dachte ich, das geht ja gar nicht und habe dann mal so ein bisschen rausgezoomt auf mein Leben geguckt. War tatsächlich auch ein Thema Stress, ähnliche Sachen wie die, die du eben angesprochen hast. Als ich angefangen habe mit meiner Arbeit als Fitnesscoach, mal die Frage gestellt, was lässt dich abends nicht ruhig schlafen? Also verklausuliert, welche sind deine Hauptthemen, mit denen ich dir helfen kann in meiner Arbeit. Eine Antwort, die tatsächlich gut die Hälfte der Menschen gegeben haben, damals der Leser meines Blogs, war, ich würde gern abnehmen. Und ich glaube, so ein Thema, was ja letztendlich aus einer Unzufriedenheit herrührt mit dem eigenen Körper oder Übergewicht, ist ja auch Volkskrankheit inzwischen in Deutschland. Ein Thema, was viele betrifft und genauso eben eine Veränderung voraussetzt, wie vielleicht bei einem Sportler, der ein bestimmtes Leistungsziel erreichen möchte. Und wir reden auch gleich nochmal darüber, wie man da konkret rangehen kann. Vielleicht vorher erstmal für die, die jetzt zuhören und vielleicht auch das Ziel haben, Fett abzubauen oder eben auch das Thema haben, eine athletische Figur zu haben oder einfach da über Krafttraining was machen möchten. Warum ist denn eigentlich das Thema Schlaf so wichtig, wenn man sportliche Leistung bringen möchte, aber vielleicht auch eben abnehmen möchte oder Muskeln aufbauen, was auch immer das Ziel ist? Ich würde gerne noch so einen Schritt vorweg gehen und zwar, also so dieses, beim Thema Abnehmen, das habe ich auch immer wieder als Coaching-Thema und natürlich kann ich irgendwie so bestimmte Dinge erklären, wie Sport wirkt, wie Schlaf wirkt und so und das mache ich auch gleich sehr, sehr gerne. Da gibt es eine ganze Menge dazu zu erzählen, aber die Frage dahinter ist ja immer so ein Stück, ey, was sorgt denn dafür, dass ich zugenommen habe oder dass ich in dem Zustand jetzt bin, in dem ich bin? Und das ist ja oft so, dass das möglicherweise sowas wie Schutzwirkung oder irgendeine Unzufriedenheit, innerer Stress, den wir irgendwie kompensieren über Nahrung. Und ich finde es immer ganz wichtig, in so einem Prozess da auch mal hinzugucken und zu sagen, was sind denn die Grundmechanismen, die dazu führen, dass ich jetzt an dem Punkt bin und gerne abnehmen möchte. Weil das macht nachher, wenn ich
wenn ich das lösen kann oder rausholen kann, dann wird das Abnehmen nachher noch leichter, weil ja genau auch dieses Abnehmen zu einer Verhaltensveränderung führen muss. Ich muss ja irgendwelche Dinge verändern, und wenn ich mein Mindset schon mal verändern kann und weiß ungefähr, was ist eigentlich der Grund, dass ich mir beispielsweise einen Schutzpanzer angezogen habe oder dass ich mich abends immer wieder ablenken muss oder sowas, dann ist das schon mal ein erster Schritt. Und das ist auch gleichzeitig das, was auch hilft, dann beispielsweise besser zu schlafen. Und Schlaf hat eine Reihe von positiven Effekten. Also du hast es angesprochen, Testosteron ist ja nur ein Beispiel dafür. Und der Schlaf beeinflusst wirklich ganz viele Systeme und eben auch unsere Hormonsysteme. Testosteron ist ja was dafür sorgt, dass eine Dopingsubstanz auch die Fettverbrennung eher ankurbelt und Muskelwachstum eher auch anregt. Und wenn ich schon mal über den Schlaf meinen Testosteronspiegel verbessern kann, weil dazu gibt es auch Studien, die zeigen, wenn ich wenig schlafe, dann ist auch der Testosteronspiegel niedriger. Hast du ja selber wahrscheinlich dann erlebt. Und das ist beispielsweise was ich triggern kann. Dann sorgt Schlafmangel für Stress. Und Stress heißt, es wird Cortisol gebildet. Und Cortisol ist grundsätzlich was Gutes. Es ist ein Stresshormon, verleiht uns Energie in bestimmten Situationen, wo wir sie brauchen. Aber ein chronisch erhöhter Cortisolspiegel durch so eine innere Anspannung, innere Stress, Unzufriedenheit, sorgt halt dafür, dass unser Körper viel Energie aufbaut, die dann halt in Fettdepots abgespeichert werden. Deshalb, Schlafmangel macht Stress. Und wenn ich viel schlafe, habe ich weniger Stress, weniger Cortisol. Also unterstützt es auch den Prozess. Und dann kommen noch zum Beispiel Hormone ins Spiel wie Leptin, was ein Sättigungsgefühl auslöst, und Ghrelin, was ein Hungergefühl eher auslöst oder so, dass wir Appetit bekommen und loslegen wollen. Und auch der Schlaf hat eine Auswirkung auf diese beiden Hormone. Das heißt, ich komme gar nicht so sehr in dieses Sättigungsgefühl. Wenn ich müde, unausgeschlafen bin, dann neige ich eher dazu, zuckerhaltige, fetthaltige Nahrung, Chips, Schokolade und so weiter zu mir zu nehmen. Also das sind so grundlegende Dinge, die im Schlaf halt reguliert werden. Und wenn ich gut schlafe, dann fällt tatsächlich das Abnehmen auch leichter. Auch dazu gibt es Studien bei gleicher Bewegungsintensität, bei gleicher Nahrungsaufnahme. Die Leute, die mehr schlafen, nehmen tatsächlich leichter ab. Also ich musste eben auch hier laut nicken. Ich kenne das von mir selbst, wenn ich wenig schlafe, dann habe ich wirklich mehr Hunger. Ich habe dann auch abends noch mehr Appetit, merke ich. Ich glaube, das kann ja jeder für sich auch mal nachprüfen. Einfach gucken, wie gut habe ich geschlafen, wie lange habe ich geschlafen und wie verhält sich mein Appetit einfach über den Tag. Was sind die Lebensmittel, auf die ich Lust habe, und wie viel esse ich so. Das war für mich auch so ein Augenöffner, als ich das angefangen habe, auch zu beobachten, wie gut ich schlafe und das so auf dem Schirm hatte. Ja, finde ich einen total guten Punkt, tatsächlich sich selber zu beobachten, worauf habe ich dann Appetit, wie viel esse ich tatsächlich, und das dann auch ins Verhältnis zu Schlafdauer, Qualität und so weiter zu setzen. Mich interessiert auch die Frage, was ist denn eigentlich Schlaf? Das klingt jetzt vielleicht erstmal wie eine blöde Frage, denn jeder kennt das. Aber ich habe, als ich drüber nachdachte, ist mir keine direkte Definition eingefallen. Und gerade, und da bin ich so froh, dich auch als Anästhesist hier zu haben, würde mich auch mal der Unterschied zu einer Narkose interessieren. Wird ja auch immer so als Schlaf angesehen, ist aber, glaube ich, ein bisschen was anderes, ne? Wie würdest du das erklären? Ja, also Narkose ist ein künstliches Koma. Und das führen wir ganz gezielt herbei, um eine Schmerzfreiheit und eine Entspannung auszulösen, damit eben beispielsweise Operationen stattfinden können und auch vom Körper toleriert werden und wir dadurch auch nicht irgendwie sozusagen negative Erlebnisse irgendwie mit sowas haben. Ja? Also insofern, künstliches Koma hat mit natürlichem Schlaf nichts zu tun. Natürlicher Schlaf ist eine extrem aktive Zeit, nur wir kriegen sie halt nicht wirklich mit und schlafen halt. Also sind quasi, ja, wir sind bewusstlos, aber wie gesagt, da laufen ganz wichtige Prozesse der Regeneration sowohl körperlich als auch mental ab. Unsere Energie wird wieder aufgebaut, unser Immunsystem wird gestärkt, das Herz-Kreislauf-System wird wieder geputzt, das Gehirn wird durchgespült. Und wir bauen halt irgendwie Dinge auf, wie dass wir wieder Freude haben können. Verarbeitung der Emotionen findet statt, damit wir am nächsten Morgen auch wieder ausgeglichen an die Dinge rangehen können, die uns da erwarten. Schlaf ist beispielsweise wichtig für unsere Konzentration oder auch für unsere Kreativität. Was passiert denn jetzt genau, wenn wir schlafen? Ich habe zum Beispiel so einen Schlaf
Also eigentlich ist es eher ein Regenerations- und Aktivitätstracker, das Whoop Band, da habe ich hier auch schon häufiger drüber gesprochen. Gibt auch andere solche, es gibt so eine Schlafmatte von Withings für die Apple Watch, die ich auch habe, da gibt es auch so eine App, so eine Schlaf-App und die geben dann immer verschiedene Schlafphasen an. Das ist einerseits der Leichtschlaf, dann gibt es den REM-Schlaf und den Tiefschlaf und das interessiert mich, dass wir da eine Definition finden, warum haben wir diese unterschiedlichen Phasen und interessanterweise gibt mir diese Uhr auch immer ein Feedback darüber, wie lange ich wach gelegen habe. Das fand ich auch total spannend. Da kannst du mir vielleicht auch noch was zu verraten. Wenn ich dann und dann einschlafe, meinetwegen um 11:30 schlafe ich ein, da kann ich auch abgleichen, das, was die Uhr trackt, das stimmt dann auch. Also ab dann erinnere ich mich an nichts mehr und ich stehe morgens um 7:30 auf. Dann habe ich in dieser Phase trotzdem eine Wachphase von, ich glaube, 30 Minuten oder so ist das bei mir manchmal. Kann ich mich auch null dran erinnern. Also wir haben halt im Prinzip 4 Phasen, Wach, Leichtschlaf, REM-Schlaf, Tiefschlaf. Warum ist das so? Also gut, ich höre auf die Schlafphasen, erinnere mich mal dran, dass ich da noch drauf eingehe, wenn ich das jetzt vergessen sollte. Also wir das ganz normal pro Nacht 20, 25 Mal aufzuwachen, das sind aber eigentlich eher kurze Episoden und wir kriegen das gar nicht richtig mit und sind sofort wieder im Schlaf drin. Und nur wenn jetzt beispielsweise wir auf Toilette müssen, also irgendein Signal da ist oder irgendein Lichtimpuls oder ein Geräusch, dann werden wir, wenn wir sozusagen in diesem quasi fast Wachstadium sind, werden wir dann auch richtig bewusst wach. Ansonsten kriegen wir das eben diese kurzen Aufwachreaktionen oder Aufwachreaktionen gar nicht wirklich mit. Eine längere Phase, die wir wach sind und also über das Schlaftracking und die wir gar nicht mitbekommen haben, kann sein, da würde ich sagen, ich traue diesem Tracking-System nicht so ganz, weil, also ich arbeite schon auch gerne damit, weil sie einem schon wirklich eine gute Orientierung geben können. Was wichtig ist zu wissen, ist, dass es alles indirekte Daten sind, die abgegriffen werden und damit sozusagen zurückgeschlossen wird auf die Schlafphase. Das heißt also, um genau zu sagen, in welcher Schlafphase sich jemand befindet, müssten wir direkt ins Gehirn gucken. Das geht am besten mit dem EEG, also was die Hirnströme ableitet. Und diese Tracking-Systeme sind ja meistens Systeme, die Herzrate, also den Puls, die Herzratenvariabilität, den Verlauf der Körperkerntemperatur, Bewegungsmuster, Geräusche und so weiter irgendwie erfassen können. Und aufgrund all dieser Daten wird dann zurückgeschlossen, der ist jetzt wahrscheinlich im Tiefschlaf und jetzt ist er wahrscheinlich im Traumschlaf. Und dann war es vielleicht eine Phase, wo wach angezeigt hat, wo du dich viel bewegt hast und dann hat dein Tracking-System einfach gesagt, ja, da ist er wohl wach gewesen. Also ich muss dazu sagen, das sind auch immer ganz kurze, irgendwie eine Minute oder so. Also okay, aufsummiert über die Nacht. Aber das hat mich schon überrascht, dass das so viel ist. Dann. Ja, das ist dann passt es ja. Ich habe jetzt gedacht, das wäre ein 30-Minuten-Intervall gewesen. Habe ich dich falsch verstanden? Genau, diese kurzen Aufwachreaktionen, dann passt es und dann gibt es das auch annähernd wieder, was du da vielleicht erlebt hast. Und das Gute ist ja, dass du da nicht richtig bewusst wach geworden bist und dann auch wieder weitergeschlafen hast. Wichtig ist halt wirklich zu gucken, dass du ausreichend Tiefschlaf hast. Also sollte mindestens eine Stunde sein, gut sind 1,5 bis 2 Stunden Tiefschlaf, weil da wirklich die tiefen regenerativen Prozesse stattfinden. Und idealerweise ist die beste Tiefschlafphase eigentlich zwischen 22 Uhr und 2 Uhr. Warum sage ich das jetzt? Wir fanden das ja irgendwie immer doof, wenn unsere Eltern gesagt haben, der gesündeste Schlaf ist der von Mitternacht, weil da hatten wir nur überhaupt gar keine Lust, irgendwie so früh ins Bett zu gehen. Aber der Hintergrund ist der, dass eben im Tiefschlaf auch Wachstumshormon freigesetzt wird. Wachstumshormon, klar, bei Kindern, damit sie größer werden. Irgendwann sind die Wachstumsfugen geschlossen, aber auch wir Erwachsenen setzen noch Wachstumshormon frei. Gilt ja auch als eine der Anti-Aging-Substanzen und wird ja auch als Doping-Substanz. Und das Wachstumshormon sorgt halt dafür, dass Energie wieder aufgebaut wird und dass vor allem Prozesse der Zellregeneration und Zellwachstum, Muskelwachstum und so weiter stattfinden können. Ja, ich kann so viel trainieren, wie ich will. Wenn ich nicht schlafe, dann wachsen die Muskeln nicht. Im Training gebe ich nur den Anreiz und im Schlaf sorgt dann das Wachstumshormon unter anderem mit dafür, dass sich eben die Muskeln weiterentwickeln können. Und die höchsten Spiegel haben wir tatsächlich zwischen 22 Uhr und 2 Uhr und zwar bedingt durch die Tiefschlafphasen. Also insofern ist der Tiefschlaf halt ganz wichtig. Dazu gehört auch, dass eben das Immunsystem im Tiefschlaf gestärkt wird. Gedächtnisbildung findet im
im Tiefschlaf statt. Und im Tiefschlaf finden auch Prozesse statt, wo im Gehirn halt über die Hirnflüssigkeit Stoffwechselprodukte, Abfallprodukte rausgespült werden. Das scheint einen protektiven Effekt noch für Alzheimer zu haben. Also das sind so die wichtigen Infos zum Tiefschlaf. Und wir haben halt zu Beginn der Nacht haben wir eher mehr Tiefschlaf. Eigentlich lassen sich die Schlafphasen jeweils so 30 Minuten Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf oder REM-Schlaf. Und dann haben wir 90 Minuten. Und das wiederholt sich 5 bis 6 Mal idealerweise pro Nacht. Aber zu Beginn der Nacht haben wir eher mehr Tiefschlaf und weniger Traumschlaf. Und zum Ende der Nacht hin, also zum Morgen hin, haben wir mehr Traumschlaf. Und jetzt für viele ist es halt irgendwie modern, den Tiefschlaf zu optimieren, in der Hoffnung, dass ich dann vielleicht mit genauso wenig Schlaf oder so klarkomme. Nee, wichtig ist auch der Traumschlaf, weil der ganz wichtig für unsere emotionale Verarbeitung ist und dass wir eben wieder ausgeglichen sind, auch echt cool bleiben und souverän im Alltag agieren können. Das ist so der eine Punkt. Und der Traumschlaf scheint eben auch wichtige Effekte zu haben, so zum Thema Kreativität. Ich sage dann immer, natürlich, nicht jeder wird Mozart oder irgendwie ein Van Gogh oder so, aber jeder von uns muss ja jeden Tag auch irgendwie Lösungen finden und irgendwelche Probleme bewältigen. Und in vielen Arbeitsumfeldern ist auch dieses Thema Innovation ja ein ganz wichtiges Zauberwort. Und das ist das, wo der Traumschlaf uns wirklich super unterstützen kann. Und deshalb sollte ich halt auch gucken, dass der Schlaf eben nicht nur die Qualität gut ist, viel Tiefschlaf hat, sondern auch lang genug ist, damit wir eben auch diese Traumschlafphasen mitnehmen. Mir tut es gerade gut, das von dir nochmal zu hören, dass es wirklich Sinn macht, um 22 Uhr zumindest mal so als Optimum das anzupeilen, dann auch im Bett zu liegen und die Äuglein zuzumachen. Das hat mir tatsächlich meine Mutter immer gesagt, als ich Teenager war. Und ich habe mich dabei erwischt, dass ich als End-20-Jähriger immer noch gegen meine Mutter rebelliert habe und ein gutes Gefühl hatte, dann nicht ins Bett zu gehen. Und das war keine gute Idee. Ich sehe es tatsächlich auch an diesen Messungen, dass wenn ich rechtzeitig ins Bett komme, dass ich dann einen längeren Tiefschlaf habe. Das, also genau das, was du eben gesagt hast, das bilden diese Werte auch ab. Ja, danke dafür. Ja, weißt du, was da zum Beispiel hilft, ist, also ich stell mir meinen Wecker auf 21 Uhr. Das ist eine super Idee, ja. Ja, weil das ist, sagen wir alle, also ich frage das manchmal natürlich provokant bei meinen Vorträgen oder so, auf welche Zeit sollten wir unseren Wecker stellen? Und natürlich alle klar, morgens, damit ich aufstehe. Und nee, ich finde es viel wichtiger, noch das Signal abends zu bekommen, wenn ich da selber nicht dran denke, weil ich noch in irgendwas drin stecke oder so, dann irgendwie das Signal zu bekommen, so hey, jetzt ist 21 Uhr, jetzt guck mal, dass du langsam runterfährst, damit du so um 22 Uhr oder um 22.30 Uhr wirklich ins Bett gehen kannst. Und wenn du den Schlaf zu deiner Priorität machst und das signalisierst du halt durch den Wecker so ein Stück, dann gibst du eben deinem Körper auch Zeit runterzufahren, ja, weil zu denken, irgendwie, ich kann Vollgas fahren und bis 23 Uhr E-Mails beantworten und noch in irgendwelchen Prozessen drin stecken und Zahlenkolonnen bearbeiten. Nee, dann braucht der Körper dann die Zeit, um runterzufahren. Und deshalb den Wecker eben abends. Es gibt ja diese beiden Chronotypen, Lerchen und Eulen. Haben dann die Lerchen, die halt natürlicherweise auch früher müde werden, haben die dann einen Vorteil da? Ja, klar haben sie. Das ist jetzt natürlich, also das war jetzt mein persönlicher Tipp, wie ich das mache. Die Leute können sich den Wecker stellen, wie sie gerne mögen. Also und grundsätzlich natürlich irgendwie so diese hormonellen Abläufe und so das, was ich erzählt habe, die lassen sich vielleicht in bestimmten Ranges ein Stück verschieben auch. Aber umgekehrt ist es ja so, dass es auch irgendwie 12 Uhr ist Mitternacht und das hat ja auch einen Grund, ja. Irgendwann geht, und wir Menschen sind halt immer noch programmiert aus der Steinzeit. Das heißt, wir sind programmiert, mit dem Rhythmus der Sonne zu leben. Die Sonne ist das, was uns Energie spendet und wenn die Sonne morgens aufgeht, dann bekommt unser Körper das Signal, aktiv zu werden. Und wenn die Sonne abends untergeht, dann wird halt Melatonin in der Dämmerung freigesetzt und so weiter. Es ist halt das Signal, runterzufahren. Und das können wir jetzt mal so erstmal nicht ignorieren. Natürlich gibt es Leute, die Eulen sind und die Lerchen sind, aber diese Extremtypen, die sind wirklich auf beiden Enden sehr, sehr selten. Viele von uns sind irgendwo dazwischen. Und viele Menschen, die zu mir ins Schlafcoaching kommen, die sagen auch so, ja, ich bin noch mal ab 11 oder so richtig produktiv und kreativ und so. Ja, das stimmt bestimmt auch und das glaube ich auch sofort. Aber wenn man dann mal gezielt nachfragt, dann kommt bei ganz vielen trotzdem, ja, eigentlich werde ich schon so um
21.30 Uhr richtig müde und habe so einen toten Punkt. Aber dann sind die halt noch mit irgendwas beschäftigt, egal ob dann Champions League gucken oder E-Mails noch bearbeiten oder bügeln oder sowas. Und dann gehen die über den toten Punkt hinweg. Und dann sind wir natürlich erstmal wieder fidel und auch aktiv, ja, und ignorieren das so ein bisschen. Und wenn ich dann sage, Mensch, guck doch mal, ob du diesen Impuls nicht einfach folgst und dich dann ins Bett legst, und das funktioniert tatsächlich für erstaunlich viele Menschen ganz gut. Das ist spannend, wirklich. Und ich glaube, jetzt wo du das sagst, das kenne ich von mir auch. Ich wäre genauso jemand, der das sagen würde, und ich nehme das auch häufig wahr, dass ich abends um 11 noch produktiv bin, und ich habe häufig dann vor auch so einen Punkt, wo ich eigentlich gut ins Bett gehen könnte, den ich dann in der Vergangenheit mal ignoriert habe und dran geblieben. Manchmal sind es auch Deadlines und so, aber häufig ist es auch einfach vermeidbar. Ja, aber ist das nicht interessant, gerade was du jetzt sagst mit den Deadlines, statt zu sagen, ey, jetzt gehe ich ins Bett und schlafe, dann kann ich morgen früh einfach viel, viel produktiver in kürzerer Zeit irgendwie die Sachen auf den Punkt bringen. Also zumindest geht es mir so. Es ist auch wirklich so. Ich glaube, der Punkt, wenn ich kann jetzt nur von mir ausgehen, wenn ich mir dann sage, ja, es ist eine Deadline, jetzt muss unbedingt heute noch fertig werden, wenn es jetzt nicht gerade eine Podcast-Folge ist, die dann auf Dienstagnacht erscheint. Aber ansonsten sind es meistens Dinge, wo ich auch sagen kann, hey, ich gehe jetzt ins Bett, morgen wache ich dann früher auf. Und morgens, das kennen, glaube ich, die meisten, ist die Konzentration sowieso besser. Das heißt, wenn ich dann ausgeschlafen und erholt bin, schaffe ich ja in der gleichen Zeit das Doppelte. Also insofern. Und es macht meistens noch mehr Spaß. Definitiv, ja. Wir haben jetzt gesprochen über Tiefschlaf, über das rechtzeitig ins Bett gehen, über REM-Schlaf. Ich fand den Tipp gut, sich auch wirklich abends einen Wecker zu stellen und nicht morgens. Wenn wir jetzt über diese beiden Schlafphasen nochmal sprechen, REM-Schlaf, Tiefschlaf, die ja beide wichtig sind, gibt es noch andere Dinge, die da eine Rolle spielen? Also bei mir ist auch hängen geblieben, 90 bis ja, 120 Minuten Tiefschlaf sind ein guter Zielwert für alle, die irgendwie dann, also bei mir ist tatsächlich auch, der liefert immer einen Wert. Und der liegt, wenn ich mich gut fühle, liegt der tatsächlich auch bei über 90 Minuten. Ich habe für mich auch so ein paar Sachen festgestellt, die hier einen Einfluss haben, wenn ich mache das manchmal selten, aber ich mache es manchmal, dass ich, wenn ich abends noch essen bin, dann irgendwie so nach dem Nachtisch noch ein Espresso, da merke ich dann halt, bewirkt sich schon negativ auf den Schlaf aus. Genauso manchmal bei mir ein Glas Wein, stelle ich fest, Tiefschlafphase auf einmal 10 Minuten kürzer. Gibt es da bestimmte Faktoren, die da eine Rolle spielen, wo jeder sich vielleicht mal fragen kann, kann ich hier und da noch optimieren? Ja, natürlich, da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, abends ein Ritual zu haben, um runterzukommen. Das heißt, von dieser Tagesaktivität und dieser Aktivität im Dauerfeuer, ist ja unser Sympathikus sehr, sehr stark mit beteiligt, der uns Energie liefert und der dafür sorgt, dass wir aktiv sein können. Und dann brauche ich aber irgendwie tatsächlich abends, um schlafen zu können, um runterkommen zu können, den Parasympathikus deutlich aktiver, also unser Ruhenervensystem. Und das ist halt ganz wichtig, irgendwie so zu wissen, wie komme ich da hin. Dafür gibt es Atemübungen. Dafür kann ich irgendwie abends nochmal einen ruhigen Spaziergang machen. Barfußlaufen beispielsweise tut total gut. Ich laufe irgendwie selbst jetzt im Herbst noch barfuß oft abends nochmal 10, 15 Minuten über den Rasen. Ist ja, wenn ich das wirklich mal so bewusst genieße, es ist ja was total Schönes, einfach geerdet zu sein und den Boden unter den Füßen zu spüren. Machen wir ja viel zu wenig, um uns da selber so bewusst zu werden. Genau, und dann gibt es irgendwie so Sachen wie Meditation beispielsweise und eine warme Badewanne, womit ich mein Ruhesystem aktivieren kann. Also hört sich ein bisschen komisch an, Ruhesystem aktivieren. Aber das ist das, wo wir dann irgendwie Stück für Stück runterfahren. Und ich muss mir nicht einbilden, wenn ich den ganzen Tag Vollgas fahre, dass ich dann sozusagen von jetzt auf gleich abschalten kann, sondern es ist ein Prozess, auf den ich mich einlassen darf. Und sehr hilfreich ist eben auch, sich tagsüber immer mal so kleine Oasen zu nehmen, so nenne ich das halt, dass man mal tagsüber 5 bis 10 Minuten, 2, 3, 4 Mal am Tag sich wirklich auf sich besinnt, irgendwie eine kurze Atemübung macht, vielleicht eine Kurzmeditation, vielleicht einen kurzen Mittagsschlaf, um einfach so dieses Ruhenervensystem auch immer wieder seinen Platz zu geben. Hast du da vielleicht eine Atemübung für uns oder irgendwas Simples, was der Zuhörer sich mitnehmen kann, was man vielleicht abends auch einfach mal machen kann? Ja, klar. Das ist ganz banal. Also das heißt, ich atme ein und zähle langsam bis 4
Eins, zwei, drei, vier. Und dann halte ich die Luft an und zähle wieder. Zwei, drei, vier. Und dann atme ich bis acht aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann halte ich nochmal die Luft kurz an, zähle bis vier. Und dann beginne ich wieder von vorne. Ja, wichtig ist dabei, sage ich mal, ein entspanntes Einatmen, also jetzt nicht zügig, weil damit, das ist wieder eher aktivierender Effekt, also ein entspanntes Einatmen. Und was den beruhigenden Effekt hat, ist dann nachher tatsächlich dieses deutlich längere Ausatmen. Kann ich auch über eine Lippenbremse oder so machen, dass ich die Lippen so ein bisschen spitze und dann habe ich ein bisschen Widerstand oder so. Das darf ja jeder für sich selber mal ausprobieren, wie das am besten funktioniert. Aber das ist, und das sollte ich wirklich mal ganz bewusst 5 oder 10 Mal 10 Atemzüge machen. Und dann werden die meisten sicherlich merken, dass es deutlich ruhiger wird. Ich habe das eben mal mitgemacht. Ich habe das gleich gespürt, wie mein Körper so ein bisschen runterführt. Das ist ein richtig tolles Gefühl. Hast du noch einen Tipp für die, ich sag mal, die Heißdüsen, die jetzt zuhören und vielleicht das Gefühl bisher gehabt haben, ja, da habe ich gar nicht die Ruhe für. Wie man quasi in diese Gewohnheit reinkommt, sich da auch Zeit zu nehmen für. Ja, das ist eine gute Frage, weil ich meine, letztendlich muss ja jeder gucken, was passt denn für ihn, ne? Also, um abends zur Ruhe zu kommen, kann ich ja irgendwie noch mal was Interessantes lesen. Bitte nicht mehr im Smartphone, das Ding wird zur Seite gelegt. Spätestens eine Stunde bevor ich schlafen will, am besten 2 Stunden vorher, weil das, worauf die meisten Leute fokussiert sind, jeder weiß mittlerweile, da kommt irgendwie Licht im blauwelligen Bereich raus, aktiviert wieder unser Gehirn, also stört die Melatoninbildung. Das ist der eine Effekt. Und dann setzen die Brillen mit den orangen Gläsern auf. Das ist auch eine sehr gute Idee. Aber diese Smartphones sorgen halt dafür, dass mit den ganzen Informationen, die da rauskommen, egal ob Internet oder YouTube oder Social Media, das aktiviert unser Gehirn trotzdem wieder. Ne? Also insofern die Dinger wirklich zur Seite legen und sagen, okay, jetzt ist Zeit, dass ich mich um mich selber kümmere. Und dann eben lesen ist was Gutes, meditieren, beten, Atemübungen, warme Badewanne, das ist für manche wesentlich leichter, als sich hinzusetzen und nochmal eine Runde zu meditieren. Was auch ganz gut als Einstieg helfen kann, ist so eine Art Tagebuch. Ich nenne es mittlerweile Nachtbuch. Das heißt, es fällt vielen Leuten leichter, als irgendwie jetzt die Augen zu schließen und eine Atemübung zu machen, sie einfach noch mal kurz hinzusetzen und ein paar Sachen aufzuschreiben. Was war denn am Tag? Was hat mich vielleicht auch genervt, damit ich irgendwie diese nervigen Sachen gar nicht erst mit ins Bett nehme? Also was hat genervt? Worüber habe ich mich geärgert? Dann schreibe ich das irgendwie so 2, 3 Sachen auf. Das ist ja fast wie sozusagen von der Seele schreiben. Und dann kann ich vielleicht noch ein, zwei Ideen dazu schreiben, was mache ich damit am nächsten Tag? Dann habe ich das Kapitel auch abgeschlossen und kann dann, um den Fokus auf was Positives zu lenken, kann ich nochmal so 2, 3 Sachen aufschreiben, die irgendwie klasse waren an dem Tag, die gut waren, für die ich dankbar bin, wo ich irgendwie ein schönes Gespräch geführt habe. Müssen ja gar keine großen Sachen sein. Und deshalb würde ich halt sowas empfehlen, ja, was jetzt nicht so viel Fokussierung oder Gedankenkraft vielleicht erfordert. Und damit kann ich dann so ein Ritual aufbauen. Ah ja, okay, jetzt weiß mein Körper, ich setze mich hin und schreibe ein paar Sachen auf. Und danach machen wir noch eine Atemübung, also so eine AB-Verknüpfung oder AB-Abfolge. Wir haben jetzt gesprochen über REM-Schlaf, über den Tiefschlaf. Gibt es auch etwas, was jetzt den REM-Schlaf verbessert? Weil wir hatten eben über Auswirkungen auf Tiefschlaf gesprochen. Oder muss ich mir da gar nicht so viel Gedanken machen? Ja, ich würde mir schon Gedanken darüber machen, weil wenn der REM-Schlaf extrem lang ist, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass ich irgendwie wirklich tatsächlich so emotional belastende Themen mit mir rumschleppe. Und so eine tatsächlich Gedankenhygiene oder auch tatsächlich das Bearbeiten von so Dingen, die mich belasten, diese hängen vielleicht auch manchmal tatsächlich unterbewusst fest. Also ich habe immer wieder Klienten, die wissen gar nicht so sehr, was sie so belastet. Die haben irgendwelche Perfektionsantreiber oder Stressantreiber. Also sei perfekt, sei stark, Zähne zusammenbeißen und so. Die haben sie irgendwie so von Kindesbein an irgendwie so reinprogrammiert bekommen und die merken die gar nicht so. Aber die sorgen ständig dafür, dass sie über ihre Grenzen gehen und sich dann auch über die Maßen ärgern und emotional in Sachen reinsteigern. Und wenn der REM-Schlaf besonders lang ist, dann sollte ich mir mal tatsächlich Gedanken dazu machen, was belastet mich da wirklich und wie kann ich das vielleicht auch mal rauskriegen, weil Schlafstörungen
sind in vielen Fällen gar nicht unbedingt so sehr Schlafstörungen, sondern irgendwie irgendwelche Umstände, die nerven und die mich nicht irgendwie so zur Ruhe kommen lassen, die mir nicht die Geborgenheit schenken oder die Sicherheit, die ich halt brauche, um loslassen zu können. Schlafen hat ja auch ganz viel mit Vertrauen und Loslassen zu tun. Und also insofern ist das nochmal so ein Tipp. Also bei Sportlern erlebe ich das halt immer mal wieder, oder so Fußballtrainer, die sich dann irgendwie die abends nicht pennen können, weil sie sich noch in irgendwas reinsteigern, was im Spiel war. Irgendwie, wo, keine Ahnung, beim Fußball irgendwelche Jungs ihre Laufwege nicht eingehalten haben oder so. Und dann sehen die diese Filme noch so vor sich. Und dann kannst du anfangen, halt irgendwie so diese Filme zu verändern. Ne? Wenn die sagen, ja, ich sehe das noch direkt vor mir, wie der da hinläuft und so, dann kannst du anfangen, irgendwie sozusagen den nochmal diesen Film irgendwie richtig ganz normal vorwärts laufen zu lassen. Und dann fängst du an, diesen Film langsam das erste Mal rückwärts laufen zu lassen. Und dann fängst du an, diese Geschwindigkeit immer so ein ganz kleines Stückchen zu steigern und immer wieder rückwärts. Und kannst vielleicht noch eine Dick- und Doof-Musik oder irgendeine andere lustige Musik drunter zu packen. Das ist so eine Musterdurchbrechung und dann musst du ja irgendwann zwangsläufig lachen, weil es irgendwie komisch und absurd wird. Und das hilft einem manchmal tatsächlich aus so einer Gedankenspirale oder so einem Film, der einen noch irgendwie festhält, hilft einem halt einfach auszusteigen. Wenn es innere Dialoge sind, also so irgendwelche Selbstgespräche, also gibt ja viele Menschen, erlebe ich bei mir selber leider auch manchmal, dass ich dann noch denke so, oh Gott, warum hast du das jetzt wieder gemacht und warum passiert ausgerechnet mir das immer und die anderen sind viel besser und warum hat jetzt irgendwie der wieder über mich geschimpft oder was weiß ich, also weiß nicht, kommt dir das bekannt vor, solche Gespräche? Ja, natürlich. Genau, und genau, wenn wir ehrlich sind, haben das ja viele, ne? Ja. Das kennt, glaube ich, jeder. Und da hilft es manchmal tatsächlich, irgendwie so das Dramastück rauszubekommen, wenn ich anfange, diese Stimme so ein Stück zu verändern. Das heißt, ich könnte zum Beispiel statt in Du-Form in Sie-Form mit mir sprechen. Das ist schon witzig. Wie konnten Sie nur so blöd sein? Ja, genau. Das wirkt dann halt irgendwann absurd oder pack eine Mickey-Maus-Stimme drauf. Oder das sind so Sachen, die ganz gut helfen, um vielleicht da auch so ein bisschen cooler zu werden und eben noch besser schlafen zu können, ja. Was ja auch voraussetzt, dass man anfängt wahrzunehmen, also den inneren Dialog. Das war für mich auch so ein Aha. Vor, das weiß nicht, 12, 13 Jahren habe ich angefangen, auch mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ganz ehrlich, mir war bis dahin gar nicht so richtig bewusst, dass ich ja eigentlich die ganze Zeit im Dialog mit mir bin und dass ich derjenige bin, der diesen Dialog auch verändern kann und dass das einen riesen Einfluss haben kann. Finde ich super, dass du das thematisierst. Ich sehe da selbst auch eigentlich so den größten oder einen der größten Hebel, da halt aktiv auch ranzugehen und vielleicht auch erstmal zu beobachten, wie rede ich denn eigentlich mit mir und was für Gedanken mache ich mir und dann diese auch aktiv zu verändern. Am besten auch so, dass es witzig wird, weil dadurch ja auch der Stress absinkt. Ja klar, es ist so eine Musterunterbrechung. Ich meine, das Interessante ist ja tatsächlich so zu gucken, wo kommt denn das her? Und unser Gehirn liebt es, sich auf negative Dinge zu fokussieren. Und jetzt irgendwie so in dieser ganzen irgendwie so positive Psychologie und was weiß ich, wird uns ja gesagt, irgendwie, ja komm, einfach positiv denken und so. Aber so einfach ist das gar nicht, weil ich finde es immer ganz spannend, so zu gucken, wo kommen Dinge denn her? Also das eine war ja vorhin schon, was ich gesagt habe, wie die Natur uns programmiert. Das heißt, dass die Sonne einfach eine ganz wichtige Rolle spielt und wir einfach aus diesem Thema Sonnenlicht ganz stark rausgekoppelt sind, weil die meisten von uns, wann sind wir denn noch draußen? Sind meistens drin oder sitzen vor dem PC oder sonst was und abends verlängern wir unseren Tag ja auch noch mit elektrischem Licht. Und genau das Gleiche von der Programmierung her ist irgendwie so dieses Negativdenken, weil das war früher tatsächlich ein Überlebensvorteil. Wir mussten erstmal gucken, ey, wo liegt denn die Gefahr und wo könnte unser Leben bedroht sein? Und erst wenn wir das abgescannt hatten, dann konnten wir uns überhaupt irgendwie erst entspannen und irgendwo hinsetzen und Feuer machen und vielleicht auch irgendwie schlafen legen. Und das Problem ist nur, in der heutigen Zeit ist der Kontext halt komplett anders. Und wir haben ja diese ganzen natürlichen Gefahren irgendwie nur noch sehr minimal. Trotzdem liebt unser Gehirn natürlich das erstmal auf negative Informationen draufzuspringen. Und da können wir uns halt so Stück für Stück, wenn wir das erkennen, so wie du das jetzt auch sehr schön beschrieben hast, können wir uns so ein Stück umprogrammieren und zu gucken, so hey, was ist denn positiv, was ist denn gut eigentlich? Und dafür hilft halt das Tagebuch beispielsweise und dafür hilft es eben auch, sich diese Stimmen bewusst zu machen und dann auch zu gucken, wie kann ich sie denn verändern. Zum Thema REM-Schlaf, du hattest eben erwähnt, das wäre ein Signal, wenn ich eine sehr lange REM-Schlafphase habe, dass ich da auch nochmal dran arbeiten darf.
Was wäre denn eine lange REM-Schlafphase? Du hattest eben gesagt, bei Tief ist es gut über 90 Minuten bis 2 Stunden. Gibt es da irgendwelche Richtwerte beim REM-Schlaf? Ja, so 2, 2,5 Stunden. Das wäre gut. Ja, genau. Dann haben wir als dritten Schlaftypus noch den leichten Schlaf. Da wird ja selten drüber gesprochen. Brauchen wir den überhaupt? Also es ist einfach so das Thema Schlafarchitektur, dass der mit dazugehört. Und da sicherlich auch immer wieder so, das sind ja auch fließende Übergänge vom Leichtschlaf in den Tiefschlaf und wieder aus dem Tiefschlaf raus und so weiter, auch wenn man sich die Wellenmuster anguckt. Insofern sind das immer so Übergangsphasen, wo auch noch Teile vom Tiefschlaf irgendwie oder Effekte dann irgendwie stattfinden und oder auch vom Traumschlaf. Jetzt habe ich schon gesprochen da über ja, die Tracker, die ich nutze. Mir bringt sowas halt auch Spaß. Ich werde da auch manchmal belächelt und dann sagt mir jemand, ja Mensch, ich weiß, ich brauche sowas doch gar nicht. Ich weiß doch, ob ich morgens ausgeruht bin oder nicht. Und das stimmt ja auch. Jetzt haben wir halt über diese verschiedenen Schlafphasen gesprochen. Für jemanden, der jetzt das gar nicht trackt, woran würde der denn merken, ob er da ein Thema hat oder vielleicht allgemeiner formuliert, wie äußert sich denn eigentlich, wenn man nicht optimal schläft? Also ich meine, das kennt ja jeder von sich selber auch so ein Stück weit, dass wir dann, wenn wir unausgeschlafen sind, dann sind wir einfach, dann fühlen wir uns ein Stück antriebslos, dann sind wir vielleicht ein bisschen mürrischer oder leichter reizbar, sind ein bisschen unkonzentrierter, brauchen irgendwie länger bei Aufgaben. Und wenn das so ein chronischer Zustand wird, dann beobachten ja viele an sich, wir hatten das Thema ja vorhin auch schon mal, eben, dass wir anfangen, ungesündere Sachen zu essen, dass wir mehr Appetit auf irgendwie zuckerhaltige Sachen haben oder auf Chips oder auf Cola. Also da würde ich dann irgendwie echt nachdenklich werden, wenn ich sowas an mir beobachte, so eine Lustlosigkeit oder ich habe nicht so viel Lust aufzuräumen oder Dinge zu tun, wo ich dazu, also ich brauche wesentlich mehr Willenskraft, um Dinge fertig zu bekommen, geht mir alles nicht so leicht von der Hand und irgendwann wird es auch irgendwie, ja, Libido und so weiter geht dann ja auch irgendwann mal zurück, ne? Also das sind so Dinge, woran ich das irgendwie so merken kann. In deinem Buch unterteilst du, du hast halt ein Kapitel, wo es ja mehr so in die Richtung Einschlafen geht, also Abendroutine, dann im zweiten Kapitel geht es mehr darum, wie ich dann morgens in den Tag komme und den Tag über verbringe, sodass ich meine Schlafqualität erhöhe. Wir haben da auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich würde trotzdem gerne nochmal drauf eingehen. Erstmal vielleicht so der erste Part Einschlafen. Da hattest du schon erwähnt, Wecker stellen vorher. Mir fallen noch ein, genau, Stimulantien haben wir ein bisschen angesprochen. Wie ist das mit dem Thema Essen und Trinken vor dem Schlafengehen? Gibt es da eine Empfehlung? Also ich sollte nach dem Abendessen idealerweise 2, besser sogar 3 Stunden nichts mehr essen, bevor ich schlafen gehe. Also das heißt, entsprechend nach vorne verlagern, wenn mir klar ist, ich will dann und dann ins Bett gehen oder weiß, ich werde um 10 Uhr müde und das ist auch die Zeit, wo ich mich dann hinlege, dann heißt es halt irgendwie 6, 18, 19 Uhr sollte das abgeschlossen sein mit der Nahrungsaufnahme. Trinken kann ich auch noch, also ich trinke auch gerne mal abends noch einen Tee, allerdings eher geringe oder kleinere Mengen. Also man sollte da ein bisschen drauf achten, dass man abends nicht mehr zu viel trinkt, damit der Schlaf nicht durch den Toilettengang oder Harndrang gestört wird. Und dann kommt es natürlich auch noch auf die Qualität der Getränke an, ne? Also so hochprozentiges oder so ist abends, würde ich abends eher vermeiden. Also ich will damit nicht sagen, dann lieber tagsüber. Aber das ist halt eher kontraproduktiv für den Schlaf. Und sowas wie Kaffee, was du vorhin beschrieben hast, hat abends eigentlich auch nichts mehr zu suchen. Koffein hat eine echt lange Halbwertszeit. Also selbst wenn ich um 16 Uhr noch einen Kaffee trinke, dann habe ich abends um 22 Uhr noch ein Viertel oder so davon an Bord. Und das kann tatsächlich, ich kann dann vielleicht einschlafen, aber es kann dann eben den Tiefschlaf beispielsweise noch beeinträchtigen. Benutzt du einen Wecker morgens zum Aufstehen? Also ja, ich habe natürlich einen Wecker, weil ich muss zu einer bestimmten Zeit in der Arbeit sein und das stelle ich auch sicher. Aber in der Regel wache ich tatsächlich 5 bis 10 Minuten vorm Weckersignal auf, weil ich halt einfach wirklich schon sehr früh im Bett bin. Und es gibt ja auch diese Lichtwecker. Was hältst du denn davon? Finde ich wirklich ein gutes Konzept. Ich habe tatsächlich auch einen, weil selbst wenn ich mal tatsächlich deutlich früher aufstehen muss, dann ahmen die halt sozusagen den natürlichen Vorgang, auf den wir programmiert sind, eben ab. Ja, weil
dann wird es langsam heller. Das nehmen wir erstmal noch gar nicht richtig bewusst wahr, aber irgendwann merken wir so, hey, langsam tauchen wir aus dem Schlaf auf und werden sozusagen so Stück für Stück dahin geleitet, dass wir wach werden. Und die haben, also meiner hat dann zum Beispiel noch irgendwie so ganz nette Geräusche drin, unter anderem so Vogelgezwitscher, was dann zeigt so, hey, es wird aber langsam Tag. Also ich finde die klasse, ich finde die Idee dahinter gut und kann die auch empfehlen. Ich habe nämlich auch so ein Ding, mag auch dieses Vogelgezwitscher. Und emotional ist es so ein bisschen der Unterschied zwischen diesem sanften Wachwerden und Rüpel, der einen ist ansonsten so ja, genau, brutal. Das Wecker reißt einen ja, das ist eine richtige Stressreaktion, die dann hervorgerufen wird. Und dann gibt es da noch irgendwie so die Jungs, die dann oder Mädels, die dann halt irgendwie immer wieder diese Snooze-Taste drücken, also diesen Schlummer-Button. Und das ist natürlich völlig kontraproduktiv, weil da sacken wir immer wieder nochmal weg und wirklich erholter sind wir eigentlich nicht, sondern wir brauchen eher noch länger, um wieder in die Gänge zu kommen dann. Wie sieht dein perfekter Morgen aus? Also Morgenroutine habe ich, ja. Ich stehe morgens auf und dann gehe ich ins Badezimmer und trinke 2 Gläser Wasser. Ich mache mein Badezimmerlicht an. Ich habe irgendwie so ein Spiegel, so ein Licht, das im Spiegel ist. Das heißt, das ist dann wirklich richtig hell und bläst noch sozusagen das letzte Melatonin weg, damit ich richtig wach bin. Im Übrigen abends eher helles Badezimmerlicht vermeiden, weil das macht eher wieder wach und aufgekratzt. Und dann gehe ich meistens in eine Powerpose, Arme und Blick nach oben. Und dann ist meine Familie auch schon mal geweckt, weil die das immer total lustig finden, dass Papa sowas veranstaltet. Dann mache ich meistens nochmal eine kurze Sportrunde, irgendwie so mit ein paar Übungen und so das, was Wim Hof sehr bekannt gemacht hat, also dieses forcierte Ein- und Ausatmen und richtig tiefe Ein- und Ausatmen. Und dann bin ich wach. Und der perfekte Tag oder perfekte Morgen ist tatsächlich, wenn ich ein bisschen Zeit habe und noch sitzen bleiben kann und tatsächlich richtig dann zwar wach bin, aber in die Stille gehen kann. Also wirklich, wirklich mir selber zuhören kann und mal fühlen kann, wie geht's mir, was ist mir wirklich wichtig, was möchte ich in meinem Leben erreichen. Und dann gehe ich eigentlich über in so eine in eine Meditation auch. Und das genieße ich total. Und da kann ich auch die Zeit total vergessen. Dann gucke ich mal auf die Uhr und denke so, wow, es ist schon eine Stunde. Und kann mich so dem einfach hingeben. Das finde ich wirklich einen perfekten Tagesstart. Und wenn du jetzt sagst, irgendwie der perfekte Tag, also wenn ich dann noch kiten gehen kann, dann ist es mein Tag. Ich habe im Vorwege auch nochmal in meinem Umkreis gefragt nach Fragen an dich, die ich vielleicht in dieses Gespräch mitnehmen kann und muss sagen, das Thema Schlaf fasziniert irgendwie jeden. Da hat auch jeder, den ich gefragt habe, Fragen, unter anderem eine Frage, die du wahrscheinlich auch häufig hörst. Wie geht man denn damit um, wenn man jetzt nachts wach wird? Also ich glaube, es gibt einige Menschen, die dann auch abends super müde sind, schnell einschlafen und dann nachts wach werden und so in dieses Gedankenkreisen kommen. Du werden es anfangs auch schon angesprochen, aber gibt es da eine spezielle Art, ja, wenn jemand nachts wach wird und dann nicht wieder einschlafen kann, was kann man denn da machen? Ja, natürlich, genau, diese Frage kommt natürlich häufig, weil das natürlich auch ein weit verbreitetes Phänomen ist. Also wenn ich merke, wenn ich im Bett liege, merke ich, wälze mich von links nach rechts und bin unruhig und merke auch irgendwie, ich kann jetzt die nächsten 5 bis 10 Minuten sicher nicht einschlafen, weil mir noch irgendwas beschäftigt oder so, dann rate ich wirklich dazu aufzustehen, weil sonst anker ich das Bett auf dem Platz, in dem ich liege, wenn ich unruhig bin. Ja, es ist was wahrscheinlich eher unbewusst ist, als dass es uns wirklich bewusst wird. Insofern ist mein Tipp wirklich dann, das Bett sollte wirklich das Signal an den Körper sein, so hier fühle ich mich wohl und hier kann ich schlafen und loslassen. Und wenn ich merke, ich bin jetzt nicht in dem Status, dann ist es besser aufzustehen, nochmal was zu trinken, weil auch so dieses Trinken bewusst, kaltes Wasser zum Beispiel zu trinken, dafür sorgt, dass wir so ein bisschen mehr in die Ruhe kommen, uns selber ein bisschen spüren, auch den Fokus verändern, raus aus den Gedanken auf einfach, was trinke ich da gerade? Ist nur so eine ganz kleine Idee, tut uns ja meistens auch ganz gut. Und dann ist es ähnlich so wie mit der Abendroutine zu gucken, mag ich mich einfach hinsetzen, so eine Atemübung machen, mag ich mich mal einfach auf den Fußboden legen, um so einen anderen Impuls zu bekommen, also eine andere Unterlage zu spüren. Oder mag ich vielleicht noch mit gedimmtem Licht nochmal was lesen, aber bitte nicht irgendwie Handy oder so in die Hand nehmen, sondern tatsächlich dann einfach wirklich ein ganz traditionelles Buch. Und es gibt ja auch schöne Meditations-Apps oder so Apps, die oder Hörbücher, die so ganz neutrale Geschichten haben, also jetzt nichts Aufwühlendes wie Krimis oder sowas,
sondern irgendwie so ganz entspannte Geschichten haben oder manche lieben es sogar als Erwachsene noch Benjamin Blümchen oder so zu hören. Sowas vielleicht einfach als Hörbuch auf die Ohren kann vielen auch gut tun und auch wieder so zur Ruhe zu kommen, weil dann irgendwie so auch Verbindung vielleicht zu Kindheit und diesem Geborgenheitsgefühl oder so leichter entstehen kann. Ich musste gerade dran denken, auch als du sagtest, das Bett mit diesem Ort der Ruhe zu verankern. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere oder die ein oder die andere auch in der Zeit, wo viele dann eben nicht im Büro waren, sondern im Homeoffice auch gesagt haben, hey, dann setze ich mich einfach mal ins Bett zum Arbeiten, ist ja super. Mhm. Das wäre dann ja auch eher was wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll ist, das Bett dann zu verbinden mit Arbeit und der stressigen Situation oder so. Ja, das ist kontraproduktiv. Ich meine, ich habe auch lange so gelebt. Also ich habe für mein Leben schon immer gerne geschlafen und auch irgendwie im Bett alle möglichen Sachen gemacht. Also mein Bett war irgendwie Kinosaal, das heißt, ihr habt da Fernsehen geguckt, Esszimmer, Büro zugleich und das irgendwann zu lernen, so hey, das ist gut, die Dinge wirklich zu entkoppeln und einen Arbeitsplatz zu haben und Platz zu haben, wo ich esse und das auch ja räumlich zu trennen, das ist schon sinnvoll und hilfreich. Klar, manchmal geht das nicht richtig, aber trotzdem kann ich sagen, hier ist mein Schreibtisch und ich habe vielleicht irgendein Paravent oder so, den ich da hinstellen kann und da arbeite ich und das ist mein PC, wobei das gehört eigentlich nicht ins Schlafzimmer, wenn es räumlich nicht anders geht, sollte ich trotzdem irgendwie eine optische Trennung oder so herbeiführen und sagen, okay, und das Bett ist fürs Schlafen und vielleicht noch für Intimität, also eine weitere Sache, aber alles andere hat da nichts zu suchen. Du bist ja selbst Familienpapa und da habe ich auch nochmal eine Frage. Viele, die jetzt zuhören, die haben selbst Kinder oder sind vielleicht auch gerade Eltern geworden. Mhm. Das ist ja auch so eine spezielle Phase, ne? Die sich auf den Schlaf auswirkt. Hast du da auch vielleicht einen Tipp, Best Practices für junge Eltern, wie man damit umgeht, wenn man da nachts oder ja, wenn das Baby nachts wach wird und schreit? Ist tatsächlich ein Feld für sich. Auch dazu gibt es spezielle Bücher. Also wichtig ist natürlich am Anfang, also wenn die Kinder wirklich gerade da sind und Säuglinge sind, und so zu gucken, wo können wir uns so gegenseitig entlasten oder unterstützen. Also wer übernimmt was? Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Frau immer verwundert war, dass ich nachts nicht wach geworden bin. Die hat mir immer erzählt, ja, irgendwie unser Sohnemann ist nachts irgendwie dreimal gekommen oder so und ich habe es einfach gar nicht mitgekriegt. Und die dachte natürlich, ich ignoriere das einfach nur oder so. Und dann hat sie irgendwie witzigerweise, es war um die Weihnachtszeit, irgendwie einen Film über die Steinzeit gesehen und ist dann irgendwie, weil wir noch irgendwelche Zweige auf dem Balkon hatten, ist sie irgendwie raus, hat diese Zweige reingeholt und dann in der Küche so knacken lassen. Und ich stand kerzengerade im Bett, weil anscheinend die Frauen tatsächlich eher so auf diese sozialen Geräusche konditioniert sind, dass es der Familie oder der Sippe gut geht. Und wir Männer tatsächlich wahrscheinlich eher auf diese Schutzfunktion und irgendwie da, wenn Gefahr ist, irgendwie so in Alarmbereitschaft geraten. Aber wichtig ist, glaube ich, sich die Aufgaben zu teilen. Und tagsüber machen ja viele den Fehler vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, wenn die Kinder dann schlafen, Mittagsschlaf machen oder so, dann zu denken so, oh, jetzt kann ich endlich ein paar Sachen machen, egal ob das beruflich oder sonst was ist. Und da rate ich immer, ey, legt euch mit hin und holt den Schlaf sozusagen ein Stück rein, den ihr vielleicht nachts nicht so bekommt. Ich bekomme selbst häufiger die Frage von Zuhörern, die einen Schichtarbeitsjob haben. Und jetzt ist das ja als Arzt im Krankenhaus auch, ist ja auch ein typischer Job. Ich weiß nicht, ob du selbst in Schicht arbeitest, aber bestimmt hast du das auch selbst schon mal gemacht. Wie geht man denn damit um? Letztendlich weiß wahrscheinlich jeder, der Schichtarbeit macht, das ist eigentlich nicht das Beste, was man seinem Körper antun kann, um es mal positiv zu formulieren. Aber gibt es da, wenn man eben in diesem Korsett gerade drin ist, eine Möglichkeit damit, da Schadensbegrenzung zu betreiben? Also ja, in der Tat, ich habe auch lange Schicht gearbeitet oder Bereitschaftsdienste gemacht und bin auch morgens manchmal völlig groggy nach Hause gegangen. Und das ist nicht der Idealzustand, aber in unserer Gesellschaft gibt es bestimmte Funktionen, egal ob Krankenhaus, Polizei, Verkehrsbetriebe und so weiter. Da sind wir halt darauf angewiesen, dass da nachts eben auch Leute ihren Dienst tun. Und an dieser Stelle mal mein ganz, ganz großer Dank an die Menschen, die diese wertvolle Arbeit leisten. Da gibt es natürlich keine richtig perfekten Lösungen. Ich weiß,
weiß das selber und auch aus viel Gesprächen jetzt gerade mit Pflegepersonal und so, dass jeder findet da so irgendwie für sich so eine Routine. Die meisten Menschen machen halt den Fehler, dass sie nachts denken, oh, jetzt wäre ich total müde und habe so einen toten Punkt. Und dann haben wir irgendwie tatsächlich auch viel Kaffee getrunken, auch um 3 oder 4 Uhr noch in der Nacht. Und dass das natürlich irgendwie dann verhindert, dass wir uns am nächsten Tag, wenn wir aus der Schicht nach Hause gehen, schlafen können, kann man vielleicht an 3 Fingern abzählen. Das heißt, so eine Sache ist, glaube ich, irgendwie bewusster Umgang mit so Stimulantien und sei es Koffein. Zweites Ding ist tatsächlich, wenn ich morgens aus der Schicht rausgehe, mir eine Sonnenbrille aufzusetzen oder sogar so eine Brille mit diesen orangen Gläsern, um nicht so dieses helle Tageslicht zu bekommen. Das heißt, es fällt, wenn ich nach Hause komme und dunkel machen kann, dann fällt es meinem Gehirn leichter, dann eben wieder abzuschalten und in den Schlaf zu gehen. Also wirklich mich vor Licht, vor hellem Licht zu schützen, wenn die Schicht zu Ende ist und ich noch nach Hause fahre oder so. Das sind so Dinge, die so ein Stück weit helfen können. Und ob jemand sich dann gleich nach einer Schicht hinlegt oder sagt, irgendwie, ich kann jetzt noch ein paar Sachen machen und lege mich dann um 10 hin, das machen viele oder um 12 erst. Das muss jeder so für sich selber rauskriegen oder das wissen die meisten auch, was ganz gut ist. Was bei mir immer gut funktioniert hat, war, also Schichtarbeit, da musste ich mich wirklich hinlegen, weil ich wusste, ich muss am nächsten Abend wieder antreten und ich habe dann nochmal einen kurzen Mittagsschlaf irgendwo am späten Nachmittag gemacht. Aber wenn ich Bereitschaftsdienst hatte, dann war das ja so ein Dienst in der Woche. Und da bin ich, selbst wenn ich nachts viel gearbeitet habe, bin ich nach Hause gefahren und habe irgendwie das wie so eine durchgemachte Nacht irgendwie genommen und habe dann trotzdem irgendwie einen Tag weitergemacht. Bin dann noch Skifahren gegangen oder Mountainbiken oder habe mit der Familie was unternommen und bin dann halt einfach abends ein bisschen früher ins Bett gegangen. Und dann bin ich ganz gut in dem normalen Rhythmus drin geblieben. Vielleicht in dem Kontext auch nochmal so Timing von einer Trainingseinheit. Passt vielleicht zur Schichtarbeit auch ganz gut. Wann mache ich am besten meinen Sport vor oder nach der Schicht? Und der zweite Frage für alle, die nicht in Schichtarbeit arbeiten, gibt es da auch einen perfekten Zeitpunkt? Wenn ich Schicht arbeite, dann kann ich ja ruhig irgendwie, bevor ich in die Schicht gehe, auch noch Sport machen, weil es aktiviert ja auch ganz gut und macht wach und es ist ja irgendwie eh ganz gut, dann sind wir schon drin quasi. Ansonsten, wenn ich einen ganz normalen Tagesablauf habe, dann würde ich tatsächlich gucken, kann ich morgens schon mal eine Sporteinheit einlegen. Also das habe ich vorhin, was heißt vergessen, aber hätte ich vorhin noch so erwähnen können. Was ganz interessant ist, ist tatsächlich, wenn ich morgens, es gibt Studien, die zeigen, wenn ich morgens joggen gehe oder morgens meditiere, dass ich dann am folgenden Abend oder in der Nacht mehr Tiefschlaf habe. Habe ich auch erst gedacht, ist ja komisch, wieso muss ich morgens Sport machen oder meditieren, damit ich dann erst viele Stunden später gut schlafen kann. Und das scheint tatsächlich daran zu liegen, dass es was mit dem Stresslevel zu tun hat. Und wir, wenn wir Sport treiben oder wenn wir meditieren, ausgeglichener durch den ganzen Tag gehen und dann uns auch leichter fällt, abends abzuschalten. Die meisten werden aber erst nach der Arbeit Sport treiben. Und zwischen Sport und richtig, sage ich mal, Power-Einheiten, ja, da sollten schon irgendwie 3 Stunden dazwischen liegen, damit der Kreislauf auch wieder runterfahren kann und sich beruhigen kann. Also so zu denken, ich kann mich noch bis 21 Uhr auspowern. Das sind dann die Leute, die dann oft noch irgendwelche Dinge wie Melatonin oder CBD-Tropfen oder sowas einwerfen, in der Hoffnung, dass sie dann leichter runterfahren und entspannen können und schlafen können. Aber da sollte ich wirklich gucken, dass ich die Sporteinheiten eher in den frühen Abend oder in den späten Nachmittag lege. Weil du es gerade angesprochen hast, was hältst du denn von Melatonin? Also gerade so in der Schichtarbeit wird das ja häufig auch zur Sprache gebracht, dass man da so ein bisschen die innere Uhr mitsteuern kann oder auch bei Jetlag oder so. Ja, ich kann es ausprobieren, ob es mir hilft. Ich würde jetzt raten, das wirklich mal an einzelnen Tagen zu probieren und zu nutzen, aber bitte nicht in der Daueranwendung. Und es gibt eigentlich so grundsätzlich zur Anwendung von Melatonin-Spray und CBD-Tropfen und so, da gibt es eigentlich keine richtigen Studien, die zeigen, dass das wirklich einen besseren Effekt auf den Schlaf hat. Das ist im Moment eher noch in der Phase, wo Menschen einfach subjektiv das Gefühl haben, so, es entspannt mich und es nimmt CBD-Tropfen, die Schmerzen vielleicht ein Stück oder so, wenn mir irgendwas wehtut. Und wenn es mir hilft, warum nicht, probier es einfach aus. Aber ich würde das nicht zur Dauerlösung machen. Ich bin wirklich ein ganz großer Fan davon, zu gucken, wie natürlicher Schlaf geht, um eben sozusagen das, was wir als körpereigene Apotheke in uns tragen, das möglichst gut zu nutzen, weil die Prozesse in unserem Körper schon sehr fein und kunstvoll aufeinander abgestimmt sind. Und wenn wir das wirklich nutzen können, dann haben wir auch die besten Effekte eben auf Tiefschlaf, auf Traumschlaf und so weiter. Eine Sache, wenn jetzt jemand zum Arzt geht
Also ich konstruiere jetzt mal was. Ne? Also wahrscheinlich würdest du das anders lösen. Aber so ein typisches Modell wäre ja dann, hey, hier sind Schlaftabletten. Kannst du da noch mal was zu sagen? Ja, gerne. Also Schlaftabletten, die setzen ja auch irgendwo an, wo sozusagen so Beruhigungssysteme so im Körper wirken. Und das ist natürlich immer eine Beeinflussung und verändert bei den meisten Schlaftabletten eben auch wieder die Schlafarchitektur. Also das heißt, wir bekommen nicht genau den Schlaf, der uns eigentlich wirklich in die Erholung bringt. Klar, viele haben dann irgendwie das Gefühl, sie sind morgens ausgeschlafen und so, aber die haben halt irgendwie viele negative Effekte. Das heißt, ich bin wackeliger auf den Beinen. Das ist manchmal bei älteren Menschen gar nicht so ohne, die dann vielleicht nachts auch zur Toilette müssen und dann eher eine Fallneigung haben. Also sie beeinträchtigen die Koordination, die beeinträchtigen die Konzentration, die Merkfähigkeit. Das heißt, ich bin am nächsten Morgen vielleicht gar nicht so richtig bei mir und kann mich gar nicht so richtig konzentrieren oder mir fallen bestimmte Sachen nicht ein. Also die haben wirklich, wirklich eben auch Nebenwirkungen. Und ich würde immer erstmal gucken, ist der Schlaf wirklich so schlecht, wie mir die Klienten das beschreiben? Also ich nutze da durchaus auch gerne mal so Tracking-Systeme. Es gibt zum Beispiel so einen Fingerring, der da irgendwie wirklich gute Ergebnisse liefert. Aura-Ring, ne? Ja, genau. Mhm. Und guck einem wirklich, wie ist der Schlaf und welches Verhalten liegt dem zugrunde? Und dann gucke ich eigentlich wirklich gerne, wie kann ich Verhalten verändern? Wie kann ich Einstellungen zu bestimmten Verhaltensweisen verändern, um tatsächlich besser zu schlafen? Wir Menschen lieben natürlich irgendwie sozusagen den Quick Fix, also schnell eine Lösung zu haben. Mit einem Handgriff irgendwie bin ich im Tiefschlaf. Das ist ein bisschen, das kann gelingen, aber das ist ein bisschen illusorisch. Also meistens ist es etwas komplexer, dass ich mir so Einzelfaktoren, die wir jetzt auch angesprochen haben, Gedanken machen kann und gucken kann, wie kann ich die in meinem Leben irgendwie verändern oder wie kann ich positive Verhaltensweisen in meinem Leben integrieren, damit ich eben auch besser schlafen kann. Weil das eine bedingt das andere. So wie ich meinen Tag verbringe, so schlafe ich und so wie ich schlafe, wird halt mein nächster Tag. Und wenn ich gut ausgeschlafen bin, dann fällt es mir auch leichter, wieder gute Verhaltensweisen zu leben. Und insofern, irgendwo muss ich den Cut mal machen und dann vielleicht auch mit Hilfe eines Schlafcoaches gucken, wie kann ich mein Leben so ausrichten, dass ich irgendwie wirklich den natürlichen Schlaf irgendwie für mich nutzen kann und der mein Freund wird. Martin, schon mal vielen, vielen Dank für die vielen Tipps, die du an dieser Stelle abgeliefert hast. Du hast ein Buch geschrieben, das nennt sich Erfolgsfaktor Schlaf, ist im Ariston Verlag erschienen. Kann ich jedem, den das Thema interessiert und der hier auch vielleicht was für sich mitnimmt, bisher wärmstens empfehlen. Du arbeitest auch als Schlafcoach bzw. Speaker, unterstützt Unternehmen dabei über Seminare. Ich habe so ein paar schnelle Fragen, die ich dir stellen würde und zu dir persönlich, dass wir die nochmal durchgehen, bevor wir dann auch ein Wrap-up machen in der heutigen Folge. Ich glaube, das war schon ganz schön viel Input für alle, die zuhören. Ja, das glaube ich auch, genau. Und zwar die erste Frage ist, an wen denkst du als erstes, wenn du das Wort Erfolg hörst? Also mir fällt so spontan ein die Band U2. Das liegt vielleicht daran, dass ich mit denen aufgewachsen bin, aber ich finde es unfassbar, was für einen Erfolg die hatten. Und als Person Jürgen Klopp fällt mir irgendwie ein. Und ich habe bei beiden so das Gefühl, die lieben, was sie tun. Die bleiben sich selber treu. Die versuchen irgendwie einfach da ihr Bestes zu geben. Und die würden, also U2, ich glaube, die würden auch Musik machen, wenn sie jetzt nicht so viele Platten verkauft hätten. Und das ist was ich toll finde, wenn Menschen einfach in der Lage sind, die Dinge, die in ihnen sind, ihr volles Potenzial einfach auszuleben. Und das ist für mich Erfolg. Für mich hat Erfolg nicht mit dicken Kontoständen oder dicken Autos oder so zu tun, sondern dass ich das tun kann, was mir wirklich am Herzen liegt und dass ich dann auch da eine Exzellenz bekomme. Gibt es einen Lieblingsmisserfolg, den du in deinem Leben hast? Ja, das ist, also das schließt sich ja fast so ein bisschen aus, also weil Misserfolg tut ja erstmal immer weh und fällt uns auch schwer daran, so zurückzudenken oder zumindest geht es mir an vielen Stellen so. Und ich habe tatsächlich immer mal wieder ein paar Erlebnisse gehabt, die nicht so erfreulich waren oder sogar richtig wehgetan haben. Aber was mir wirklich richtig wehgetan hat, war, dass ich aus einer Band rausgeflogen bin, die ich damals mit meinem Bruder zusammen aufgebaut habe und die, sag ich mal, für unsere Verhältnisse relativ erfolgreich waren. Das heißt, wir haben irgendwie auf, also es war eine Partyband, wir haben auf vielen Festen und Diskos und Zeltfesten und so weiter gespielt und auch damit unser Studium finanzieren können. Und dann sind wir irgendwann einfach vor die Tür gesetzt worden. Und
das hat irgendwie damals halt einfach richtig wehgetan, weil da eine hohe Eigenmotivation und Identifikation drin war. Aber es war im Nachhinein tatsächlich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich die ganze Zeit irgendwie Medizinstudium und Musik parallel betrieben habe und immer noch mal so den großen Rock'n'Roll-Traum irgendwie hatte. Und mit diesem Abbruch war es irgendwie klar, ich mache Medizin, und ich habe interessanterweise genau an dem Bruch eine super Doktorarbeit angeboten bekommen, wo ich dann wirklich ein Jahr lang richtig im Labor gearbeitet habe, eine ganz tolle Betreuung hatte, wirklich tolle Erfolge auch mit dieser Doktorarbeit hatte. Und daraus haben sich dann ganz viele positive Sachen entwickelt. Also, dass ich plötzlich einen Kontakt hatte, in die USA zu gehen und dort Medizin zu lernen, und zwar nach San Francisco, was sowieso eine mega Stadt ist. Dann auch nachher noch nach San Diego, was echt mega war. Und dann auch im dritten Schritt als Assistenzarzt sogar nochmal nach Portland. Und ich habe da so einmal in der Medizin, aber auch persönlich so viele tolle Erlebnisse gehabt, die ich heute noch in mir trage. Und das wäre ohne diesen Bandrauswurf, wäre das nie passiert. Das heißt, ich wäre nie da, wo ich jetzt bin, durch diese Erlebnisse. Und insofern war das tatsächlich ein Misserfolg, der aber ganz, ganz viel Positives nach sich gezogen hat. Und das kann ich auch nur den Leuten raten, wenn ihr mal irgendwo auf die Schnauze fliegt, zu gucken, wo liegen die Chancen, und den Kopf wieder hochzunehmen und zu gucken, ey, was sind die Möglichkeiten für mich? Welche Rolle hast du denn in der Band übernommen? Ich war zum einen Keyboarder. Zum zweiten war ich ja der Manager der Band oder der Bandleader. Ich habe irgendwie halt dafür gesorgt, dass wir Auftritte hatten, und habe Auftritte organisiert und habe das ganze Management irgendwie gemacht. Und deine Promotion, was war das für ein Thema? Oh Gott. Ich versuche es mal in einfachen Worten. Also ich habe eine Doktorarbeit in der Immunologie gemacht, was mir heute auch noch hilft, jetzt gerade in dieser ganzen wilden Corona-Zeit mit Impfung und allem Intensivtherapie und sowas da dranhängt. Und wir haben damals auf T-Lymphozyten, das ist eine Zellart der Immunantwort, haben wir einen Rezeptor gesucht, der vermeintlichen Schutz gegen Zuckerkrankheit in sich birgt. Und den habe ich halt entdeckt bzw. nachgewiesen mit den Verfahren, die wir dafür entwickelt haben. Und das war ein mega Erlebnis, als nach einem Dreivierteljahr Arbeit, wo du fast nichts siehst, dann plötzlich wir den irgendwie detektieren konnten und sichtbar machen konnten und zeigen konnten, hey, den gibt's wirklich. Mhm. Ja, da können fallen mir jetzt gleich wieder 5 Fragen ein, aber das wäre was für eine eigene Folge. Ich gehe mal zur nächsten Frage. Gibt es etwas, was du gerne an dir ändern würdest? Mehr Nein zu sagen. Ich weiß das, und ich sage auch oft Nein und weiß es auch, dass irgendwie gerade erfolgreiche Leute viel, viel öfter Nein sagen als Ja sagen, aber ich erwische mich immer noch dabei, dass ich denke, ach komm, das kriege ich noch hin und das kriege ich auch noch rein, und das ist vielleicht, könnte vielleicht noch wichtig sein, und statt irgendwie so dem ersten Impuls zu folgen und zu denken, so nee, das ist eigentlich zu viel. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ich kriege eh ständig zu hören, wie machst du das eigentlich, dass du Chefarzt bist und dann aber noch irgendwie Vorträge hältst und im Fernsehen manchmal bist und auch noch ein Buch schreibst und so. Ich bin schon sehr, sehr beseelt von den Sachen, die ich tue, aber es gibt tatsächlich ein paar Sachen, wo ich wahrscheinlich irgendwie im Eigeninteresse öfter mal Nein sagen dürfte. Was war die beste Anschaffung des letzten Jahres? Also nichts so Teures, vielleicht bis 100 Euro. Ich habe mir neue Jonglierbälle geleistet. Und genau, eine DVD, Bagger Vance, kann ich nur empfehlen. Total cool. Kennst Will du den? Smith, ne? Ja, genau. Mhm. Ist ein toller Film. Da geht's auch, ist ein Golfspieler. Ja. Ja, genau. Also erstmal eine tolle Story und hat auch was mit Zielarbeit zu tun, ne? Also sich wirklich auf das Ziel zu fokussieren. Ja, das ist ein Satz drin, der ist so, also finde ich irgendwie echt mindblowing. Der geht, glaube ich, so sinngemäß irgendwie so, du kannst das Spiel nicht gewinnen, du kannst das Spiel nur spielen. Und das löst einen so ein bisschen von diesem so, ich muss jetzt weiterkommen und das muss ich noch machen und ich muss erfolgreich werden und so. Und statt zu sagen, ey, ja, das Spiel macht Spaß und ich darf das genießen versus irgendwie so die mega Sachen zu erreichen. Weil Glück entsteht ja, finde ich jedenfalls, viel weniger darin, dass ich irgendwas großartiges manifestiere. Es kann schon auch Spaß machen, aber vielmehr in dem, dass ich Dinge tue, die ich wirklich total gerne tue, wo ich gar nicht merke, dass die Zeit vergeht. Also so wie jetzt zum Beispiel das Gespräch mit dir führen. Ich weiß, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, und es ist irgendwie echt spannend, dass die Zeit einfach so verfliegt, und das finde ich wunderschön. Ach Mensch, ja, geht mir genauso. Mir kommt es auch noch nicht so lange vor, wie wir tatsächlich schon reden. Und vielleicht geht es dem Hörer ja auch so. Dann werden wir sogar... Ja, das wünsche ich dir für deinen Podcast. Das wäre ja toll, ne? Prima.
Welches Buch würdest du, wenn du dich für ein einziges Buch entscheiden müsstest, welches Buch würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Dein eigenes ausgeschlossen. Ja, gut, das würde ich auch nicht, das kenne ich ja. Ich würde wahrscheinlich was von Hermann Hesse mitnehmen, Narziss und Goldmund beispielsweise. Warum? Ich weiß nicht, ich finde das wirklich kunstvoll geschrieben. Und es ist ja irgendwie so ein Buch, was auch sehr viele philosophische Ansätze in sich trägt, aber trotzdem halt in einem wunderschönen Roman verpackt und so diese Gegensätze von Narziss und Goldmund, der eine irgendwie sehr im Verstand und der andere sehr im Herzen unterwegs, um das vereinfacht zu sagen. Und ja, finde ich sehr kunstvoll verpackt und ein Roman, der, wo ich so eintauchen kann. Wunderbar. Ja, wir sind am Ende der Zeit, Martin. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, klar. Ich will auch dein Buch nochmal empfehlen, Erfolgsfaktor Schlaf, fand ich sehr lesenswert, auch weil nicht nur du selbst, sondern eben auch viele andere interessante Menschen dort zu Wort kommen. Zum Beispiel Peter Maffay, auch der äußert sich zum Thema Schlaf. Ich habe selbst viele gute Erinnerungen an den. Tabaluga kennt wahrscheinlich jeder, das habe ich geliebt und gefeiert und auch andere kommen da zu Wort. Fand ich sehr, sehr lesenswert. Erfolgsfaktor Schlaf verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Habe ich irgendwas nicht angesprochen, was dir noch wichtig wäre in diesem? Nee, also ich finde, wir haben wirklich eine gute Reise durch den Schlaf gemacht. Also vielleicht noch tatsächlich so dieser Impuls, Schlaf zur Priorität zu machen, weil dann fange ich an, mein Verhalten daran auszurichten und zu gucken, so hey, wo kann ich denn irgendwie was tun, damit ich auch nachts gut schlafen kann. Und für mich geht es ja gar nicht so sehr um den Schlaf, sondern tatsächlich, dass ich am nächsten Tag einfach wieder irgendwie Freude und Energie habe. Ne? Wo findet man dich am besten, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte? Also natürlich am einfachsten über meine Homepage www.martin-schlott.de und da ist eine Telefonnummer und da ist eine E-Mail-Adresse und dann könnt ihr mich gerne anschreiben, wenn noch weitere Fragen sind oder ihr euch für Dinge interessiert, die ich so tue. Prima, dann hast du das letzte Wort, Martin. Wenn du eine Nachricht auf allen Smartphones aufpoppen lassen könntest da draußen, was steht da drauf? Also mir hat neulich eine Freundin einen Slogan geschenkt, irgendwie Sleep Rocks. den fand ich herrlich. Genau, das wär cool, wenn der über so plopp. Sleep Rocks, yes. Und hier nochmal der Sponsor. Diese Folge wurde dir präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist das grüne Pulver, mit dem ich morgens in den Tag starte und das Ganze schon seit 7 Jahren. Ich empfehle nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, aber das hier ist eins, was zu meinen Basisempfehlungen gehört. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen, Präbiotika, Adaptogene und so weiter, was das Immunsystem stärkt, was gut ist für die Regeneration, für den Energiehaushalt und natürlich eine gesunde Darmflora. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du hier ein ganz spezielles Startangebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung 5 Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D mit Vitamin K2 und noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Das Ganze bekommst du, wenn du auf fmmag.de gehst. FMM wie Fitness mit Marc, AG wie athleticgreens.de, also fmmag.de. Schau einfach mal rein. Ach, ich finde es toll, dass du auch die Anekdote erzählt hast, dass du mal in der Band gespielt hast. Das wusste ich natürlich gar nicht und das passt ja noch besser. Ach so, und ich hier unter uns, ich wollte dich nochmal fragen, wie bist du an die Leute rangekommen hier? Peter Maffay, ja, Hockey-Bundestrainer, das hat es ja schon angesprochen. Hut ab. Das ist Netzwerk. Klar hat mir an der einen oder anderen Stelle auch auch dann irgendwie mal ein Freund geholfen. Ich kenne zum Beispiel bei Peter Maffay den Texter ganz gut, der Sonne in der Nacht geschrieben hat. Ach cool, ja. Als ich dem von dem Buchprojekt erzählt habe und von der Idee, hat er gesagt, ja klar, rufe ich den an. Und Peter Maffay ist echt ein, also ich finde ihn auch einen beeindruckenden Typen, weil für mich hat er tatsächlich mal ganz entscheidend die Weichen gestellt im Leben. Und zwar war ich mit 14, 15, wenn so die Hormone anfangen zu drücken und die Frauenwelt interessant wird, da war ich
war ich einer der Kleinsten irgendwie in meinem Jahrgang, in meiner Klasse. Also ich weiß auch, dass wir uns im Sportunterricht immer wie die Orgelpfeifen aufstellen mussten und ich da irgendwie immer am Ende stand und die Frauen auch nichts von mir wissen wollen, weil ich war weder gut im Fußball, noch war ich gut irgendwie im Leichtathletik oder so. Und da habe ich gedacht, scheiße, ich muss irgendwas tun. Und das ist halt die Zeit, wo unser Eins dann angefangen hat, Bravo zu lesen. Und Peter Maffay war nicht besonders groß und Bryan Adams war nicht besonders groß. Da habe ich gedacht, ich muss Musik machen und habe tatsächlich erst mit 15 oder 16 angefangen, Klavier zu spielen. Und es lag echt, echt an Peter Maffay unter anderem. Ach, Wahnsinn. Das ist ja spannend. Genau, der hatte damals auch irgendeine Platte, die konnte ich tatsächlich auswendig. Da waren so irgendwie Songs drauf wie Eiszeit und so. Und deshalb, also, und das ist echt ein Megatyp. Also der war total offen. Ich habe immer noch Kontakt mit dem. Also das ist wirklich ein netter Mensch und der auch interessiert ist an der Welt und auch sozusagen seine Erfahrung gerne weitergibt. Das merkst du ja auch in all seinen Aktivitäten, dass der so mit den Kinderdörfern und Höfen und so weiter sehr viel macht. Ne? Also der sitzt nicht nur im Studio, sondern der sitzt jeden Tag auch im Büro mehrere Stunden und kümmert sich dann um seine Stiftungen und so weiter. Ja. Wahnsinn, ja. Und Konstantin Gericke zum Beispiel, auch fand ich, falls dich das interessiert, jetzt total die Geschichte. Ja. Ich habe vor 4 Jahren oder so habe ich einen Artikel gelesen, irgendwo im Internet, glaube ich, war das, dass eine Firma LinkedIn für 26 Milliarden Euro von Microsoft gekauft worden ist. Und ich gedacht habe, wie gibt man für so ein Business-Netzwerk irgendwie so viel Geld aus? Und dann habe ich irgendwie in diesem Artikel gelesen, Konstantin Gericke, mit dem habe ich Abitur gemacht. Und wir waren damals jetzt nicht irgendwie Best Buddies oder so. Klar kannte man sich. Und der ist dann irgendwie aber auch danach dann zügig in die USA gegangen, hat dann witzigerweise in Stanford irgendwie studiert und ist da ja auch irgendwie hängen geblieben und ist dann halt auch in dieser Startup-Szene irgendwie geblieben und war dann eben unter anderem an LinkedIn mit beteiligt und hat das Ding irgendwie mit groß gemacht. Und dann habe ich irgendwie gedacht, Mensch, wäre Erfolgsfaktor Schlaf. Ich hatte dann schon Tommy und Alexander Hermann und Maffay und Leica Moser und so. Und da habe ich gedacht, Mensch, der wird da echt da gut dazu passen, weil das ist ja nun mal ein Mega-Erfolg. Und dann, genau, dann habe ich den irgendwie über LinkedIn, wie sollte es anders sein, angeschrieben und dann hat er auch irgendwie sofort zugesagt und so. Und das war auch ein Mega-Gespräch irgendwie. Und dadurch war das Buch so interessant, weil ich gedacht habe, was für geile Gesprächspartner. Also auch so ein Croupier irgendwie aus einer Spielbank, der einfach erzählt, was er da so macht oder jemand, die so auf Darmgesundheit, irgendwie die Friederike Feil beispielsweise, die auch mal Leistungssportlerin war, die dann sagt, irgendwie ja trotzdem, irgendwie, auch wenn wir den ganzen Schnickschnack mit Immunsystem und so machen, müssen wir trotzdem schlafen und so. Und insofern war das für mich eigentlich fast so eine Reise, dieses Buch. Das ist so ähnlich wie bei mir mit dem Podcast, ne? Also auch jetzt mit dir zu reden, jedes einzelne also auch dieses Gespräch ist für mich wieder eine Offenbarung, weißt du? Weil eine Sache wollte ich dich noch fragen, und wir sind auch, aber als letztes, du hast ganz offensichtlich auch eine NLP-Ausbildung, ne? Ich habe eine NLP-Akademie sogar mit meiner Frau. Ach nee, ach, das ist ja der Hammer. Genau, also wir bilden NLP-Practitioner, NLP-Master und NLP-Coach aus. Geil. Auch der Society oder? Ja, genau. Ja. Also wir sind direkt vom Bandler ausgebildet und unterrichten auch so, wie Bandler unterrichtet. Also nicht diese steife DVNLP und sehr schulisch orientiert, sondern sehr intuitiv und das ist schon, ja, ist ein super Tool. Also gerade dieses ganze Thema Storytelling und so weiter. Das war das, was ich vorhin auch gemeint hatte mit Mentaltraining, also die Ausbildung in Kommunikation, Mentaltraining. Ich nenne es meistens so, weil an dem Begriff NLP reiben sich manchmal Leute. Und ich wusste jetzt nicht, wie du dazu stehst und wie deine Community dazu steht. Deshalb habe ich den Begriff gemieden. Grundsätzlich stehe ich dazu. Ich finde es ein super Tool. Und wenn Leute sagen, es ist manipulativ, das kommt ja oft dieser Einwand, dann sage ich, ja, stimmt, ist es auch, volle Kanne und ich will manipulieren und ich will positiv manipulieren, weil als Arzt will ich, dass die Leute wieder gesund werden und als Schlafcoach will ich, dass die Leute wieder schlafen. Also manipuliere ich mit allen Informationen, die ich habe, mit allen Geschichten, mit allen Tricks, die ich kenne und ich zeige es auch Leuten gerne, weil dann können sie auch erkennen, wann sie selber manipuliert werden und sozusagen dadurch mehr eine höhere Mündigkeit bekommen. Und das Entscheidende ist eigentlich die Haltung dahinter. Ne? Das ist irgendwie wie beim Hammer. Dann kannst du jemanden die Birne mit einschlagen oder du kannst irgendwie Nägel in die Wand hauen, mit denen du schöne Bilder aufhängen kannst. Ach cool, tolle Kombo. Auch gerade als Arzt. Ich habe auch bei Society Practitioner, Master, Coach. Es war für mich ein totaler Game Changer und ich nutze das jetzt auch, möglichst positive Emotionen mit Veränderung zu verbinden und so ein bisschen den Druck
gerade im Bereich Fitness wird halt so viel mit Druck und schlechten Gefühlen gemacht. Und das versuche ich so ein bisschen anders ranzugehen. Ja. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der: Mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.